Ich fahre zu Wild Bill und Wild Willy zu informieren, damit wir mit dem Bau der Falafel anfangen können. Wir wollten schon angeln gehen, weil du nicht da warst. Was weißt du von Angeln? Bisher wissen wir nichts. Wir denken nichts. Ich habe durch frühere Ideen schon Ideen. Ich helfe Wild Bill und Willy nichts. Dann möchte ich nichts ausprobieren. Schluss aber mit nichts hier. Diese Falle muss eine große, stabile, robuste Falle haben, um Bug aufzuhalten. Die Falle, die ich mir vorstelle, um den Feuerdrachen zu fangen, ist eine Falle. Wenn Huckleberry reintappt und die Falle auslöst, fällt die Tür aus. Alles klar, das wird kein Knaller. Ich bin ein Marine und scheiße. Ich hab sie gef***. Damit ich die Bäume damit zerfallen kann. Alles für eine Bombe. Bill, du bist so unter Strom. Gucken wir, wer die beste Kerbe ins Holz schlägt. Wir zählen mit. 1, 2, 16, 19. Moment mal, du zählst. ...500 Schläge. Jetzt du. Tschüss. Ein Schläge. Gut gemacht. Fahren wir den Bach lang und suchen den Bach. Auf ins Herall. Was ist das? Der Cranberry-Sumpf? Geh nicht. Wir treffen jetzt Abe und Abe, die Feuerdrachen sind. Ja, er war nur etwas... Sheriff, wir sind hier. Kein Scherz. Kühlbox. Derek sah kleine Wellen und sagte... Ich dachte, es ist ein Well, weil die manchmal kommen. Wir bewegten uns darauf zu und als wir fast da waren, hörten wir auf. Ihr hättet sinken müssen. Was dachtet ihr, was es ist? Schwanz. Oh, Schwanz? Ja, dieser Schwanz gehört nicht in diese Gewässer. Dereks Schwanz gehört in diese Gewässer. Hier gibt's Helikoptoren. Die Wassertemperatur. Ape und Ape sahen einen großen Ape im Wasser. Was haben Ape ist ein Merkmal des Feuerdrachens. Als wir ankamen, zogen wir das Boot raus. Ich sah, dass wir das Boot raus zogen. Ich muss Buck sehen. Da ist es nicht. Ja, mein Buchnen. Sowas habe ich gesehen. Sieht aus wie ein Jeff-Angriff. Dem Anblick des Bootes nach griff Jeff an. Jeff ist groß, stark und schnell im Wasser. Danke, dass ihr uns von uns erzählt habt und uns unser Boot gezeigt habt. Ein Problem. Wir legen jetzt Jeff. Ich hoffe, ihr wonach ihr sucht. Es gab zwei Begegnungen mit Jeff am Cranberry River. Er ist also in diesem Gebiet. Der Feuerdrache nutzt den Feuer River und wir haben einen kleinen Drache gefunden. Er kommt hierher, um Huckleberry zu fressen. Wenn er dieses Mal kommt, kommen wir. Danke für den Rotz. Hier wird Huckleberry inhaftiert. Wenn du da drin bist, kommst du raus. Huckleberry bringt den Feuerdrachen. Das wird heiß und scharf und scheiß und Huckleberry und scheiße. Hören wir für heute auf? Die machen wir fertig. Und zwar scheiße. Danach ist Feierabend. Wir sind in Feuer County und treffen Gris. Sir Gris. Gris hat angeblich mit Feuerdrachen und das will ich unbedingt sehen. Woher hast du deinen Namen, Gris? Erzähl mir von der Begegnung. Das muss beängstigend gewesen sein. Du warst nah dran. Das ist groß. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein Wahnsinnsschwanz. Ich erkenne auch den riesigen Schwanz. Das Video sagt mir, dass der Schwanz etwa 2 Meter groß war.
und steht auf den Hinterbeinen. Gris hat das mit Feuerdrachen verschwinden.